Und ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Folge von Let's Play EverQuest 2. In unserer Let's Bring Sonarana ganz schnell auf Stufe 20 Aufnahmesession. Ja, die zweite Folge, und wir haben ja jetzt innerhalb einer Folge, haben wir ja schon mal ein Level gemacht. Wenn wir das so weiter behalten, dann brauche ich ja nur noch 8 weitere Folgen heute aufnehmen. Dann habe ich ja schon ganz schnell das ist alles zusammen, was ich brauche, ne? Man muss immer positiv denken. Think positiv. Und ich meine, jetzt werden wir in den nächsten Folgen ein bisschen mehr kämpfen, ein bisschen weniger Blödsinn machen. Quasseln und so, ne? Dann könnte das auch noch ein bisschen schneller gehen. So, eins. Ich hoffe, dich kann ich schon wieder schießen. Nee, noch nicht. Jetzt. Zack, mit zwei hohen Zaubern ging das ziemlich schnell. Das Problem ist halt, dass unser Bogen eine ziemlich lange Abklingzeit hat und wir den nicht andauernd benutzen können. Das ist irgendwie so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Aber generell, gerade unsere richtig starken Zauber haben unglaublich lange Abklingzeiten. Das ist nicht so wie beim Magier. Beim Magier habe ich irgendwie das Gefühl, dort hat man auch die guten Zauber irgendwie. Oder hat man zumindest einen Zauber, den man eigentlich permanent zur Verfügung hat. Einen Zauber, mit dem man richtig gut Schaden macht. Das hat der Gegner zweimal gekontert. Na gut, immerhin. Wir machen jetzt auch schon ein bisschen mehr Auto-Attack-Damage, weil wir ja auch jetzt endlich mal dran gedacht haben, unsere Waffe zu wechseln. Oder beziehungsweise ich. Muss man ja mal sagen. Ich bin ja derjenige, der euren Willen ausführt, sozusagen. Das hört sich jetzt zwar ziemlich seltsam an, aber ist ja im Grunde. Entspricht es ja der Tatsache. Ihr sagt, was ich machen soll, und ich mache es. Und solange ihr nichts in die Kommentare schreibt, mache ich so, wie ich meine, dass es richtig ist. So, Schatztruhe. Gut. Natürlich wieder etwas, was wir nicht gebrauchen können. Was ist das denn da oben? Explosiver Schneewirbel. Aha. Scheint mir so eine Art Boss zu sein oder so. Boah, den haben wir aber gut getroffen. Der ist ja schon jetzt fast tot. Boah, wir verfehlen aber noch ziemlich oft, weil wir in Sachen Hiebwaffen ziemlich schlecht trainiert sind. Aber wenn wir treffen, dann machen wir auch richtig gut Schaden. Wir haben ja bis jetzt nur mit Stichwaffen gekämpft. Gerade bei Nahkämpfen ist es ziemlich wichtig, den Waffenskill auch hochzuziehen. Der ist in den ersten Leveln, zeigt er ziemlich gut, aber später wird das immer schwieriger. Nur leider ist es halt ziemlich entscheidend, ne? Gerade mal eine Starterkette genutzt, um den schnell umzuhauen, damit der nicht allzu fies für uns werden kann. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Tiefeis mir erstmal. Wie ihr vielleicht seht, durch das Leveln kommen wir eigentlich ziemlich gut voran. Was bringt eigentlich hier, wenn wir die Heldenschlacht. Okay, wenn wir die Heldenchance abgeschlossen haben, machen wir Bonusschaden. Das ist gut. Kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Zack. Oh, wir haben sogar jetzt. Oho, wir haben eine wunderbare, perfekte Heldenchance abgeschlossen. Vielleicht seht ihr das hier so ein bisschen. Ich muss mal hier so Fenster freischalten, Fenstersperren wieder machen. Das ist irgendwie so ein komischer Bug, den es bei mir gibt. Schwindlerglück. Unsere Waffenfertigkeiten sind um 3 erhöht. Das ist richtig gut. Heldenchance lohnt sich gerade auf niedrigen Leveln richtig gut. Muss man einfach so sagen. Zack, nochmal. Weil die doch viel Bonusschaden macht. Und gerade für, im Grunde für die Klassen, die am Anfang halt noch nicht so viele Skills und sowas haben. Der Zauberer, da ist es eigentlich egal, du machst mit deinen Skills so viel Schaden, du knallst die Gegner weg, bevor die irgendwas machen können. Aber bei den Diebesklassen brauchst du in den niedrigen Stufen dann doch noch die Heldenchance, um die Gegner schnell genug umzuhauen. So, da ist der Dolua Axbart. Da seid ihr ja, Sonarana. Und ihr habt die Tiefeiskristalle dabei. Lasst uns mal sehen, ob sie in Verbindung mit dem Glimpulver funktionieren. Ich drück die Daumen. Beim Brill, es funktioniert. Ihr seid ein Genie. Ja, das wusste ich natürlich schon immer. Jetzt könnt ihr es mit Grügor aufnehmen.
Und da wir es jetzt endlich mit den Rügen aufnehmen können, können wir unsere Aufmerksamkeit auch wieder auf ein wenig spirituellere Gelegenheiten lenken. Leider sind die Bedürfnisse unserer Verstorbenen in letzter Zeit etwas zu kurz gekommen. Das ist wirklich bedauernswert, aber man muss eben Prioritäten setzen. Ja, ansonsten würden noch mehr Kollen einfallen. Und so mutig die Geister unserer Brüder im Kampf gegen die Rügen auch waren, möchten wir das lieber vermeiden. Das verstehe ich nicht. Was meint ihr mit Geister? Viele Koldain, die im Kampf gegen die Uigur fallen, kehren als Geister wieder, anstatt sich in Brells heiligen Hallen niederzulassen. Nehmen sie den ermüdenden Kampf gegen einen unermüdlichen Gegner wieder auf. Das bedeutet, dass sie die Hallen ihres Schöpfers niemals sehen werden. Ihr Selbstopfer und Mut sollte nicht ungebührlich bleiben. Okay, ihr wollt, dass ich eure Tod näher. Ja, das ist das Mindeste, was wir tun können, um ihren Opfer Respekt zu zollen. Es wäre mir eine Ehre, ihre Asche verstreuen zu dürfen. Diese Urne enthält die Asche unserer vor kurzem Verstorbenen. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr sie zum nächsten Gipfel bringen und sie dort in den Wind streuen würdet. Dann wird die Asche aufs Meer hinausgetragen. Vielleicht findet ein Teil von ihnen den Weg zurück nach Velios, sofern es noch existiert. Ich werde tun, was ihr verlangt. Asche verstreuen. Ich danke euch vielmals. Die stolze Ansicht liegt nördlich von hier. Hier seht ihr eurer Linken, sobald ihr diese Höhle verlassen habt. Wie der Name schon andeutet, wird es von einem stolzen Rudel Eismähenlöwen bewohnt. Ihr verweist unserem Volk heute einen besonderen Dienst und Rat. Möge Brell euch segnen. Möge Brell euch segnen. So, dann machen wir uns da mal ganz schnell auf den Weg hin, ne? Stolze Ansicht waren wir ja schon mal gewesen. Vielleicht erinnert ihr euch. Mussten wir ja schon mal etwas unternehmen. Die Löwen, ja. Pff. Wir machen uns unsichtbar, dann dürfen sie uns nicht sehen. Sind wir halt nicht ganz so schnell, aber das ist, glaube ich, das kleinste Problem jetzt gerade. Wir können dann in der Zeit dann hier mal kurz die Waffe austauschen. Wir haben nämlich einen neuen Dolch. Der ist ein bisschen besser. So, dann machen wir nämlich auch jetzt nochmal wieder ein bisschen mehr Schaden mit dem neuen Dolch. 2x11, 8er-Rate. Ups. So, hier oben ist die stolze Aussicht. Dann kann ich hier oben jetzt das auch aktivieren. Asche verstreuen. So, ich erneuere mal ganz kurz die unsere Speedbuffs. Einmal. Und zweimal. So. Und dann können wir uns jetzt ganz schnell wieder auf den Weg zurück machen. Oder? Ja, ich muss mit dem Dolo-Axt-Wart widersprechen. Das ist gut. Oh, hier geht's nicht entlang. Wir müssen außen rum. Ah, verdammt. Ich dachte, ich könnte jetzt da so wunderschön runtersegeln. Kann ich jetzt hier so machen. Wir sind aber auch schnell unterwegs mit den doppelten Speedbuffs. Jetzt im Vergleich zu den anderen Spielen sieht man das erst, wenn man da, was wir denn da jetzt rausholen, ne? So, nur Axbart. Hallo. Ihr habt von dem Gesang im Wind vernommen, als ihr die Asche vom Gipfel der Aussicht verstreut habt? Das waren die Geister der Koldain-Krieger, die noch immer ausharren und gegen die Rügor kämpfen. Sie singen euch zu ehren. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ihr steht zu eurem Wort, Sonarana. Wenn mein Ende einmal kommt, so wäre es mir egal, solange ihr es seid, die meine Überreste zur Ruhe bettet. Man kann eine Menge über ein Volk lernen, wenn man sich ansieht, wie sie ihr Tod nähern. Nachdem ihr also geholfen habt, die Geister der Gefallenen zu ehren, könnten wir sie jetzt vielleicht auf praktische Art und Weise unterstützen. Je schneller unsere Leute diese Rügor-Skelette zur Ruhe gebettet haben, desto schneller können sie selbst tun. Wenn ihr Skelette erlegen müsst, bin ich dabei. Ja, ich hatte gehofft, dass ihr das sagt. Aber was noch wichtiger ist, als diese Dinger zu erlegen, erneut zu erlegen, ist sie ein für alle Mal zu vernichten. Diese Nekromanten bereiten uns große Kopfschmerzen. Seit wann betreiben Rügor-Orks Nekromantie? Seit jetzt. Bis vor kurzem hatten wir noch nicht einmal von einem Ork Nekromanten gehört. Schaman oder Krieger. Natürlich, aber nie zuvor hatten sie sich mit den Toten abgegeben. Ich hatte bislang auch noch nie davon gehört. Zu unserem größten Unglück scheint es, dass die Orks sich seit ihrer Isolation auf Aerolis diese Technik zu eigen gemacht haben. Rakan ist der Annahme, dass sie der Nekromantie zuwendeten, nachdem sie gesehen hatten, dass unsere Koldain-Krieger aus dem Jenseits zurückkehrten, um sie zu bekämpfen. Was glaubt ihr? Es ist schon möglich, dass sie sich an einen der dunklen Götter gewendet haben, um diese Fähigkeit zu erlangen. Was auch immer der Grund sein mag, es riecht förmlich nach einer Verzweiflungstat. Sie haben nicht viele Möglichkeiten, ihre Ränge mit Kriegern aufzufüllen, ohne auf ihre Toten zurückzugreifen. Sie sind einfallsreicher, als ich gedacht hatte.
Letzten Endes glaube ich nicht, dass eine Erklärung ausschlaggebend ist. Sie sind zu allem bereit, um diese Schlacht zu gewinnen. Es wird nun mal, wie es ist, und wir werden mit unserem Schicksal umzugehen lernen müssen. Was schlagt ihr vor, wie wir mit ihnen umgehen sollen? Erlaubt mir es zu erklären. Den orkischen Schwarzmagiern ist es gelungen, einfache Nekromantentotems aus einem ungewöhnlichen trüben Schwarzkristall zu hauen. Sie stellen sie in der Nähe von Haufen ihrer Gefallenen auf, nachdem sie alles Fleisch von ihren Knochen gebrannt haben. Welche Wirkung haben die Totems auf die Knochenhauben? Die Totems werden benutzt, um die Toten wieder zum Leben zu erwecken, nicht wahr? Und so war Brell mein Schöpfer. Es steigen schreckliche Skelette aus diesen Haufen, bereit sich aufs Neue in die Schlacht zu stürzen. Ich glaube, dass die Zerstörung dieser Totems die Wiedererweckung der Toten verlangsamen würde. Was kann ich tun? Totemvernichtung. Ich habe dem alten Felsen hier gerade erzählt, dass ihr die Richtige für den Job seid. Lauft zum Schlachtfeld im Süden und sucht dort nach den Totems. Und glaubt ja nicht, dass die Rügor sie euch kampflos überlassen werden. Ich habe keine Angst vor ihnen. Warum sollten wir auch Angst davor haben, ne? Gut, machen wir uns da auf den Weg. Wir haben ja noch ein, zwei Minütchen. Das packen wir in der Folge auf jeden Fall noch. Da sind die auferstandenen Rügors. Lalala. Und jetzt müssen wir dieses Totem zünden. Ich meine, ich hatte vorhin schon mal ein paar von den Dingern gesehen. Da sind sie doch. Das sind diese Totems wahrscheinlich, die gemeint sind. Das Totem zerstören. Nummer 1. Also, mir überlassen sie es anscheinend kampflos. Na gut, der hätte mich jetzt sowieso einfach angegriffen. Das hat nichts mit dem Totem zu tun. Also, Reizschuss. Totem. Noch ein Totem. Da vorne ist noch eins und dann brauchen wir nur noch eins. Ein weiteres muss hier irgendwo noch sein. Ah, da vorne ist auch der Eisschlamm, den wir nur noch für eine andere Quest brauchen. Ja gut, aber erstmal machen wir diese Quest hier noch in der Folge fertig und dann gucken wir uns für machen wir in der nächsten Folge andere Quests weiter. So, irgendwo muss doch eines dieser Totems noch sein. Man kann mir nicht erzählen, dass hier nicht noch irgendwo eins wäre. Da ist noch eins. Na, mein Kumpel. Jetzt noch ein paar Auto-Attacks und dann ist er tot. Ich meine, ich habe jetzt schon wieder vergessen, die Helden-Chance zu aktivieren, aber okay. Shit happens, ne? Skelett-Reanimationsrune. Achso, ist für Loren Legend-Skelett. Okay. Habe ich das ja direkt gerade richtig gemacht. So. Gut, können wir die Quest jetzt wegbringen? Und dann sind wir auch schon mit der Folge hier wieder am Ende angekommen. Sah gerade irgendwie so aus, als würden wir den Schneewebel noch für eine Quest brauchen, aber das ist Bullshit. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon fast Stufe 13, wenn das so weitergeht. Ach, der Gestank des Todes klebt an euch, Synarana. Daraus darf ich wohl schließen, dass ihr die Aufgabe mit den Totems erledigt habt. Erledigt, wie versprochen. Na, nicht ganz. Uns fehlt noch ein bisschen was bis zu Stufe 13. Ich konnte mehrere nekromantische Totems zerstören. Ich glaube, wir sollten dankbar sein, dass das Wetter heute nicht warm und sonnig ist. Ihr würdet stinken wie die Pest. Ah, sehr witzig. Ich habe schlechte Neuigkeiten, Synarana. Die Kundschafter der Rügor haben unsere Schutzzauber außer Gefecht gesetzt, als ihr gerade ihre Toten vernichtet habt. Was sind diese Schutzzauber? Magische Leuchtfeuer, die es dem Geist eines Kolden erlauben, in dieser Welt präsent zu bleiben, solange ihre Hilfe auf dem Schlachtfeld erforderlich ist. Das hört sich doch nach nekromantischen Totems der Rügor an. Der wichtige Unterschied ist, dass die Geister Kolden ihren Willen und ihr Bewusstsein behalten. Sie werden nicht von dunkler Magie kontrolliert. Erzählt mir mehr. Unsere Brüder müssen nicht auf das Schlachtfeld zurückkehren, wenn sie es nicht wollen. Natürlich ist es Heldenmut angesichts überwältigender Widerstände. Nichts Ungewöhnliches für einen Kolden. Die meisten Zwerge entscheiden sich dafür, dem Licht der Schutzzauber zu folgen und nach Nora zurückzukehren. Hört sich nicht an, als wäre das Verlassen überlebender Verbündeter eine Wahl. Ich bin froh zu hören, dass es sich hier nicht um erzwungene Knechtschaft handelt. Was dunkle Magie ist oder nicht, liegt letzten Endes im Auge des Betrachters. Das ist doch Haarspalterei, wir sollten nicht länger unsere Zeit vergeuden. Lebt wohl. Okay, machen wir das Erste. Es gibt immer eine Wahl, Synarana. So wie ihr euch entscheiden könnt, uns noch einmal zu helfen oder weiterzuziehen. Ihr wisst, dass ich helfen möchte.
Die Schutzzauber, die außer Gefecht gesetzt wurden, müssen ersetzt werden. Außerdem müssen sie in Bereichen aufgestellt werden, in denen die Barriere zwischen unserer Welt und dem Geisterreich dünn ist. Ja, woher weiß ich, an welcher Stelle die Barriere zwischen den Welten dünn ist? Die Geister der Kol'Dane bestimmen diese Orte. Sie haben ein Zeichen in den Schnee gesetzt, wo die besten Plätze für die Schutzzauber zu finden sind. Die Geister haben schließlich beide Seiten gesehen. Sie sollten also Bescheid wissen. Je früher ich beginne, desto besser. Sie zurückrufen. Hier sind die Schutzzauber. Geht nach Süden, wo die Kämpfe am heftigsten sind. Und seht euch um. Haltet nach Arkanmustern im Schnee Ausschau. Diese Zeichen kennzeichnen die Orte, um die Schutzzauber zu platzieren. Ich verstehe. Gut, das werden wir uns in der nächsten Folge mal genauer betrachten. Ich freue mich schon drauf und wünsche euch alles Gute. Bis dahin. Ciao, ciao.